So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Spy Anya Operation Memories, wo der nächste Ausflug in 3 Tagen auf jeden Fall auf dem Plan steht. Es geht zu einem Erholungsresort. Und ja, ein bisschen Erholung hat doch jeder mal nötig. Ansonsten, erinnerungstechnisch, haben wir den Strand fast vollständig, den Sportpark fast vollständig. Und ja, das Museum, das könnte theoretisch auch nochmal kommen. 72%, wie man eben sehen konnte, haben wir insgesamt sowieso auch schon. Missionsliste, Geschichte, was haben wir eigentlich jetzt noch? Tja, gute Frage, nächste Frage. Naja, alles werde ich auf jeden Fall ja nicht machen, das ist ja klar. Das ist ja klar, dass nicht alles hier zählt. Warte mal, was ist das hier? Okay, das ist vielleicht auch nicht schlecht. Okay, jetzt wo ich das hier weiß, Professor Henderson hat gesagt, bloß noch ein zweites Spezialeventgespräch. Würde ich mal meinen. Becky hat noch ein drittes Spezialeventgespräch und Damien bloß ein zweites. Und dann gibt es hier noch 2 Bilder. Ja, dann gibt es hier noch 2 Bilder, die jetzt... Okay, es gibt noch mehr Bilder. Okay, vielleicht kümmern wir uns auch mal darum. Vielleicht aber auch um was anderes. So oder so. Tja, wir müssen erst mal sehen, was man hier noch so machen kann. Tja, abwarten, abwarten, abwarten. So oder so geht's dann jetzt erstmal zur Schule. Und ansonsten bin ich sowieso auch ein bisschen überlegen, ob wir dann den nächsten auch ein bisschen wieder mal, naja, schnellen Fortschritt machen wollen. Um dann erstmal die weiteren Prozente zu füllen. Tja, aber ansonsten gesprächstechnisch, boah, dauert das ja noch eine halbe Ewigkeit, bis wir hier irgendwas wieder machen können. Obwohl, das dritte Spezialgespräch mit Damien stünde dann gleich auf dem Plan. Aber ansonsten erst mal mit Mr. Henderson reden. これから下校かね。バスに乗って帰ります。そうか。イーデン校の生徒らしく騒がずに気をつけて帰るように。 Das war ja mal ein sehr kurzes Gespräch. Tja, Geschichte. アーニャ教科書読んでた。歴史か。私も歴史の勉強しなきゃね。アーニャ最近勉強頑張ってる。でもアーニャちゃんが勉強してるって分かってちょっと安心したわ。 Ach, das wäre nun wirklich schön. Aber manchmal kriegt man nun wirklich überhaupt nicht die Noten, die man verdient. Hast du sie mit deinem Bleistift gezeichnet? Hä?
ゆうべは違う。本土と平和を守ってた。なんだそりゃ。あとペンギンさんとキメラ長官と。お気楽なやつだな。父の任務のお手伝い。次男と仲良くなるとお得満載。こいつずっと見てくるな。なんなんだ一体。どうしたんですドミオン様。あ、暴力賄賂医者の娘。あ、アーニャちゃん、いたいた。で、ダミアンなんか見つめてどうしたの。アーニャ、次男と仲良くしたい。え、アーニャちゃんってやっぱりそういうことなの。おい、何見てんだてめえこら。アーニャ、お前と仲良くしたい。俺はお前みたいなチンチクリンに構ってる暇はない。ひどい。やっぱりあんなやつやめときだよ。アーニャちゃん、アーニャ、あいつをもう一度殴ろうと思う。それはダメよ、退学になっちゃうわよ。用がないなら気安く喋りかけんな。よ、用事ならある。なんだよ。Er ist ein Blödmann, aber... Jinan war Kso-Yaroh, da kedo. Nimmu no tame Anya gaman. Nanda sono kobaka ni shita youna warai wa? Kso, ore wo baka ni shiteru no ga? Nee, Damian ni yōji tte nanda no? Oi, Damian-sama wa oisogashii nda zo! Sou da, sou da! Omae ra to nonki ni hanashiteru hima nante nai nda!そんな風に言わなくてもいいじゃない。アーニャちゃんだって何もないのに呼び止めたりしないわよ。え、うん、まさかアーニャちゃん、こいつまさか本当に何もないのか。ダミアン様、こいつ何も考えていないのでは。それに用事なんてきっと大したことありませんよ。さっさと帰って勉強しましょう。そうだな、絡んで損したぜ。あの、ダミアン様、こんなにしつこく絡んでくるってことは、あいつひょっとしてダミアン様のお父上に取り入ろうとしているのでは。そうです、他の奴らと同じですよ。Tja, auf jeden Fall haben wir neues Kunstwerk erhalten. Und jetzt die Erdnusshaarspange. Tja, das ist jetzt also gar nicht verkehrt. Aber gäbe es dann jetzt eigentlich an der Stelle noch ein weiteres Gespräch? Eigentlich ja theoretisch ja. Aber jetzt geht es erstmal wieder zurück nach Haus. Ob die Zwiebeln wieder im Angebot sind? Wer weiß. Ob Yuri wieder vorbeigekommen ist? Sehr wahrscheinlich. Ist Blues Brother Bond hier? Okaeri. Auf alle Fälle. Tja, aber jetzt erst nochmal kurz zurück ins Menü.
Eventbilder. Also hier haben wir jetzt eigentlich nichts weiter. Oh, okay, es gibt doch noch ein drittes Spezialevent. Aber was ist dann das hier? Könnte es ja sagt doch sein, obwohl eigentlich ja nicht. Eigentlich ja theoretisch nicht. Wir hatten ja immer eine Goldtrophäe dafür gekriegt, dass wir die Gespräche mit Yuri und mit Fiona auf jeden Fall abgeschlossen haben. Mysteriös, eigenartig. Wie auch immer. Erstmal natürlich hier die Erdnusshaarspange. Ist zwar beim besten Willen jetzt nicht gerade sehr viel. Aber was soll's. Na, ich denke mal, das können wir jetzt nehmen. Für einen Ausflug in ein Ressort ist das, glaube ich, hier am besten geeignet. Gut, der lässige Look ist natürlich auch immer gefragt. Apropos gefragt, wie... Ah, verdammt nochmal, es dauert ja jetzt auch noch ziemlich lang. ああ、明日のコンペで使うテニス道具を準備してるんだ。アーニャも手伝う。そうか。じゃあ、ボールを取ってきてくれるか。なんだ急に。何を考えている。 子供はわからん。普段なら言うこと聞かないのにな。父、ボール持ってきた。ああ、ありがとうアーニャ。お手伝いしたからご褒美もらえるかも。ワクワク。なんだその目は。やはり 子供の考えることはわからん。 Tja, wie viele Gespräche würden das jetzt noch so ungefähr sein? Ich würde ja mal tippen, das müssten noch 5 Gespräche sein. アーニャ、部屋で自習してくる。承知いたしました。アーニャがもっと勉強できれば、父の任務、ちゃんとお手伝いできるかもしれない。ただいま。 おかえりなさい、ロイドさん。アーニャさん、お勉強頑張ってましたよ。そうか。もうすぐ小テストも近いしな。ん？外国語の勉強をしてたのか。はい、一生懸命取り組んでました。外国語は小テストの内容には入ってませんが。 Kann immer mal passieren, dass man aus Versehen das Falsche lernt. Aber gut, jetzt müssen wir erstmal wieder das Ganze ein bisschen vorspulen. Und dann erstmal weiter am Text. Der nächste Tag und dann nur noch ein Tag bis zum nächsten Ausflug. Eigentlich könnten wir da an der Stelle jetzt das Ganze schon mal wieder ein bisschen überspringen. Um mal wieder ein bisschen schneller voranzukommen. Okay, an der Stelle überspringen wir auch mal kurz das kurze Geplänkel da mit Yuri. Tja, wie sieht's denn jetzt hier aus?
Das Gespräch ist eigentlich abgeschlossen. Ora, koko, machigaete ru. Ma, koko wa machigaeyasui kara na. Juyou na no wa naze machigaeta no ka o rikai shite kurikaesanai koto da. なぜ間違えたか小難しく考えずこの動詞にだけ注目しろまま、ま、頑張ってアーニャさんTja, dabei kriegen wir jetzt wirklich keine Punkte mehr. Und das Gespräch ist anscheinend wirklich komplett abgeschlossen.Na gut, dann machen wir jetzt noch mal ein weiteres Gespräch hier. Yoshi, Anya. So, 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 soどうしたって問題はもう解けたのか？あ、解けたのは夢だった。やれやれ。今日はこれくらいにしておくか。もうちょっとだけ頑張る。おじも言ってた。チワワ力。そうか。やる気があるのはいいことだな。チワワ。チワワの力ってなんだ Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall die Hälfte wieder an den Punkten. Rein theoretisch dürfte das das werden. お仕事調査？どうして選んだのかとか、どうやったらなれるかとか聞いてこいって言われた。あと、やってるとこ見せてもらえって。実際にしているところをですか？どうしましょう。私のお仕事を。私の裏のお仕事は店長からご依頼のあったお客様のお片付けをする仕事です。やりがいはやはりお国をきれいにしていると実感できるところでしょうか。最初は弟を養うために始めた仕事ですが、今では誇りを持っています。アーニャ、父の仕事調べようと思う。Okay, damit sind wir jetzt auch an der Hälfte angelangt für das dritte Spezialgespräch. Okay, würde ich jetzt Hesek auch nochmal davon ausgehen, dass es 5 weitere Gespräche sein?Na gut, wir können das Ganze mal so überprüfen, wenn wir erstmal den nächsten Ausdruck hatten. Der jetzt auf jeden Fall kommen wird. Yoru-san, そろそろ時間ですが。準備はどうですか？あ、ロイドさん、それがまだアーニャさんの準備が。アーニャ、何をしているんだ？キメラさん持っていくか悩んでる。好きにしろ。ほら、そろそろ出発するぞ。Na gut, auf alle...Auf alle Fälle die Erdnusshaarspange, die kommt auf jeden Fall mit. Ist zwar nicht gerade sehr präsent. Aber was soll's. Tja, dann geht's jetzt. Dann geht es jetzt erstmal wirklich zum Resort hin.
ist auf jeden Fall Teil des Strandes. So wie das Ganze da aussieht. Aber eigentlich auch solche Sachen wie ein... Naja, obwohl nicht ganz. Naja, oder vielleicht doch. リゾート地なだけあるな。著名人が多数いる。万一のテロに備えて、怪しい人物などをチェックしておかねば。いつ、どこに、どんな人間が集まるかを把握し。父、普通の父はこういう時、娘と一緒にはしゃいでくれると聞いている。楽しまれば。たくさん楽しみましょう。ウフウフ。 Okay, da drüben ist auf jeden Fall das Segelboot. Und ja, das ist doch erstmal ein ganz anderes Resort als erwartet. Naja, erstmal rauf vom Liegestuhl. Ein bisschen Entspannung muss gefällig sein. Schulstress kann einen wirklich aufs Gemüt schlagen. Kenne ich leider nur so aus Erfahrung. Naja, was heißt, er sagt nur so aus Erfahrung? Der damalige Schulstress hat mir wirklich, er sagt ständig, er sei auf den Magen geschlagen. Das kann ich euch sagen. Fand ich nicht gerade sehr angenehm. Zum Thema Nickerchen im Strandstuhl passt das allerdings jetzt perfekt. Wie man jetzt allerdings hier was mit dem Sonnenschirm... Warte mal. Nein, nein, nicht die Sache mit dem Sonnenschirm im Surfbrett. Was wird das denn jetzt hier eigentlich? Eigentlich auch nichts Besonderes, muss ich sagen. Naja, obwohl, es ist eine Trockenübung. Kann man ja immerhin auch mal machen. たくさん遊びましたね. あ、歩けない. Oi. まったく仕方がない. Ja, war sonst nicht schlechter Tag. Aber rein theoretisch denke ich mal, müsste ich den noch einen zweiten Ausflug zum Resort haben. Ich könnte es mir nämlich vorstellen. Also, ich könnte es mir nämlich vorstellen, dass das letzte Gebiet sicherlich das Schloss ist. Woraufhin wir noch ein paar weitere Minispiele freischalten können. Bondo-san, yogore o otoshimashou ne. Bondo, kirei ni shite, tsugi no odekeke kimeru. Also, der nächste Ausflug, den machen wir auf alle Fälle nochmal beim Resort. Und 70% sind es jetzt auch nicht, es sind 74%, wenn ich bitten darf. Also gut, gehen wir nochmal zum Resort hin. Seitdem忙しい日々が続いていますし、よければ息抜きに遠出などどうでしょう? 遠出ですか?
場所は確保できそうだな。教養のためなら、いや、息抜きならリゾートか。あー、なんだかアーニャ、海とお魚が見たいな。いいですね。海なんて羽を伸ばすのにぴったりだと思います。だったら行き先はリゾートにしますか。アーニャもそれでいいか。オキドキリゾート、ワクワク。はい、私もワクワクです。Gut, das hätten wir nun schon mal geklärt. Als nächstes kommt also der Sonnenschirm an die Reihe. Und neue Gegenstände sind jetzt im Verkauf verfügbar. Was hätten wir denn jetzt hier noch?Passt nicht so ganz, aber meinetwegen. Behalten wir aber jetzt an der Stelle lieber noch den Hut bei. Ja, der Hut, der muss noch sein. Denn das ist bei Bond ja ziemlich fein.Also gut, noch zwei weitere Tage, bis wir den nächsten Ausflug ins Resort dann haben. Schwierig. Ich würde mal sagen, wir überspringen das Ganze jetzt mal. Dann können wir noch den zweiten Ausflug jetzt auch noch reinpacken und dann sehen wir auch noch mal... Warte, das überspringe ich auch, wenn die Zwiebeltante wieder da ist. Tja, ist sie ja sowieso unnötig.Nein, es wird hier nichts gezwiebelt. Aber gut, hier sind wir bei der Hälfte, also kann ich jetzt ja schon mal gut abschätzen, wie lange wir jetzt hier noch so ungefähr brauchen. Total langweilig und nicht gerade mein Geschmack. Kann ich hier ja auch so sagen, weil das war irgendwie noch nie so der Fall gewesen, als wir in der Schule sowas wie eine Buchvorstellung hatten.Natürlich hat der Sagi das gleiche Buch gekriegt, man hat es gelesen und ja, ich fand das hier jedes Mal langweilig. Die Geschichten darin, naja, kann man lesen, aber nichts, was ich hier wieder lesen würde. Und dann sagt einmal, ja, da hatten wir in der Schule auch ein Buch gekriegt, was ganz offensichtlich nicht das erste Buch der Reihe war, sondern irgendwo da mittendrin. Vielleicht das dritte oder vierte Buch der Reihe und beim besten Willen...Das finde ich ja sowieso total schwachsinnig. Mittendrin in einer, ja, laufenden Geschichte reinzuspringen, reinzulesen, wo man überhaupt nicht weiß, wer sind jetzt eigentlich die Charaktere, ja? Wo es im Buch eigentlich so steht, also wo man es im Buch so lesen muss, als würde man die Charaktere schon kennen, dass man dafür schon Vorwissen braucht. Ja. War ein bisschen, wenn unpassend.Keinerlei Vorstellung darüber, wer der Charakter überhaupt da drin im Buch ist, wer der Hauptdarsteller ist. Ne. Ja, ne. Da war ich auch noch nicht so recht damit zufrieden. Hatte ich das allerdings auch schon mal in der Schule gemacht. Denn wie schon gesagt, so richtig mit Büchern zu lesen, was einem so gefällt...Ja, da hatte ich ja wirklich auch nie so recht was gehabt. Da hatte ich dann, sag damals mal, in der Schule ein lustiges Taschenbuch vorgestellt. Wahre Geschichte. Das Ende von Lied war auf jeden Fall, dass man das Buch oder generell die Bücher, sag auch, in der Schule lassen sollte, damit auch andere mal da reinlesen können. Ja, das war allerdings, sag, der größte Schwachsinn und der größte Fehler überhaupt.Am Ende, am nächsten Tag, war das lustige Taschenbuch, was ich hier jetzt da gelassen habe, total zerknittert. Ja, total zerknittert gewesen. その漫画、小説版は出てなかったか？それならいい？もちろんだ。小説版だったら問題ないだろう。あーにゃ、それ読む。
Okay, das müssen jetzt so ungefähr vielleicht noch 3 Gespräche sein. オールアカテンスレスレでなんでそんなに自慢げなんだお前は。ガーン。父、予想と違う。でもすごいですよ、アーニャさん。全部合わせたら100点超えですね。確かに。自力で赤点を回避するとは予想外だった。こいつなりに努力はしているようだ。おかげで無事任務は続いている。一応 感謝はしておくか。何にやついてるんだ？夕飯の後復習するぞ。勉強終わったと思ったのに。Tja, man lernt halt immer noch was dazu. So ist es natürlich auch immer. Das Lernen hört wirklich niemals auf. Auch eine Tatsache. So, aber jetzt erstmal ein Minispiel will ich jetzt gesagt nicht machen. Auf Schwarzer Peter habe ich jetzt beim besten Willen nicht so recht viel Lust. Aber wir können auf jeden Fall erstmal ein paar Geistesblitzpunkte mal ausgeben. So dass wir auch mal wieder ein paar neue sammeln können.